Jeglicher Handel führte zu extremem Mitgefühl und einem Übermaß an Zufriedenheit in dieser Gegend. Nicht einmal ein dickfelliger Troll könnte das Verständnis und die Hilfsbereitschaft überleben, die diese Dreckskerle austeilen können. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dungeon Keeper. Beim letzten Mal haben wir relativ schnell den Ritter besiegt. Dachte nicht, dass es so schnell geht, aber ja gut, hat geklappt. Und es wurde der Zauberer und das Skelett eingeführt als neue Kreatur und die Bibliothek. Und mal sehen, was wir diesmal bekommen. Außer natürlich unser Dungeon-Herz. Das ist natürlich immer dabei. Bla bla bla. Okay, erstmal auf die Karte gucken. Okay, hier haben wir Lava. Hier haben wir Gold. Ah ja, okay. Gut. Dann werden wir dieses Dungeon mal aufbauen. So, machen wir das so. Und wir machen das so. So, Leute. Dann mal ran an die Bogetten. Oberfett. Star Wars, ja, Star Wars. Star Wars wird auch fett. Der neue Teil. Ja. Wir werden eine Schatzkammer bauen. Machen wir gleich. Machen wir gleich, Schatz. Wir bauen dir ja eine Kammer. Darfst du denn ganz alleine einrichten? Ist denn ganz alleine deine Schatzkammer? Bop, 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 badab, bop, bop, bop. Tut, 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 tut. Ja, in diesem Level werden wir wieder einen neuen Raum bekommen. Ich weiß ja schon welchen. Ist ein, ja, relativ sinnvoller Raum und auch wichtig letztendlich. Bauen, um Gold zu, ja, ist ja okay. Dann bauen wir hier schon mal eine Schatzkammer. Da. Bitteschön. Können wir auch noch ein paar mehr Imps einstellen. Genau. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Oh, das stimmt. Die neigen sich dem Ende zu. So, packen wir erstmal Gold da rein. Dann können wir nämlich hier... Ja, stellen wir noch zwei weitere, damit wir dann wieder auf 13 sind. Dann geht's ein bisschen schneller. Klopf, 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 klopf. Na, kommt schon. In diesem Level gibt es neben einen neuen Raum, der jetzt irgendwann enthüllt wird oder erforscht wird, auch eine andere. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Neuigkeit. Weil es gibt neben dem Gold auch noch sogenannte Diamanten, Smaragde. Die Smaragde, glaube ich, heißen sie hier. Das ist im Prinzip wie ein Goldfeld, was aber nicht abgebaut wird. Das heißt, da kann man die ganze Zeit seine Imps dran rumnagen lassen und man hat, ja, unendlich Gold will ich jetzt nicht sagen, aber man hat schon eine Menge Gold dadurch. So, haben wir es hier oben dicht? Da noch nicht. Kommt schon, kommt schon. Kommt schon, kommt schon. Fertig machen. Los. Ja, Kreaturen quälen. Uah.
Natürlich nur ihr braucht eine größere virtuelle Kreaturen. Leute, die sich an anderen Kreaturen vergreifen, sind für mich unmenschlich. Ganz einfach. Und es gibt auch absolut keinen Grund, aber wirklich keinen Grund, sich an irgendwelche Lebewesen auszulassen. Aber leider Gottes, so scheint es mir, ist das auch wieder so eine Sache, wo die Menschen immer schlimmer werden, weil sie irgendwie Frust abbauen müssen oder Hass auf bestimmte Sachen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich find's einfach nur schade, dass sowas passiert. Ich habe echt das Gefühl, dass das von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Oder man kriegt von Jahr zu Jahr mehr davon mit, das kann natürlich auch sein. Traurig, dass sowas überhaupt passiert. Aber nun ja. Was willst du machen? So, ich denke, die Schatzkammer erlangt. Dann aktivieren wir die mal. Dann können die schon mal bauen. Und wir machen hier einen Raum hin. Trainingskammer. Eine Hühnerfarm. Dann kommt hier die Trainingskammer hin. Nee, das wird der Schlafsaal für die Kreaturen. Und Trainingskammer bauen wir dann hier hin. Aber so. Damit wir das gegebenenfalls noch vergrößern können. So, jetzt ist das Problem natürlich. Die Imps sind alle hiermit beschäftigt. Jetzt kann man sich neue Imps erstellen. Oder man sagt einfach, so, zwei weg. Und es sind genug frei, die das bauen können. So mache ich das zumindest immer. Was brauchen wir noch? Brauchen wir noch die Bibliothek, obwohl, nee. Bauen wir nicht hier hin. Die Bibliothek bauen wir. Wenn da die Hühnerfarm ist, bauen wir die hier hin. So. Genau. So haben die Zauberer da ihre Ruhe. Hier können wir die Hühnerfarm nach oben noch weiter ausbauen, wenn es vonnöten ist. Und weitere Räume, jo, ist hier noch Platz. Weil einen Raum brauchen wir noch. Den könnten wir dann eigentlich hier hinbauen. Zahltag. Zahltag. Muss nicht schön sein, das Dungeon. Weil es gibt nachher noch Level. Da ist das mit den schönen Dungeon dann nicht mehr ganz so praktikabel. Aber man sollte die Räume schon für sich so aufteilen. Bin ich zumindest der Meinung. Gibt bestimmt auch andere Spieler, denen das futz egal ist. Die einen großen Raum machen. Und ja. Das dann so hinken, bauen, wird gerade passt.
Manche würden sich fragen sich jetzt bestimmt, ja, warum brummt denn hier noch ein paar Imps? Ganz einfach, wenn die hier fertig sind, tun die Imps nichts mehr. Und ich könnte hier jetzt noch drei bauen oder so. Dann machen wir hier bis 3000. So. Dann sind sie schneller fertig. Wollen sie ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja, der Raum ist jetzt schon mal fertig. Dann haben wir hier schon mal die Hühnerfarm. Hühnerfarm. Steck. Ein Versteck. Für die Kreaturen. Il Kreaturis. So. Wie machen wir die Bibliothek rein? Hallo? Also das sind so die Standardräume, die man von Anfang an hat. Ich weiß gar nicht, ob der nächste Raum, der jetzt noch zukommt, auch dazu gehört. Ich meine nicht. Ich meine, der wird immer erfunden. Erforscht. Wieder erfunden, neu erfunden, wie auch immer. So. Haben wir das auch. Haben wir soweit alles fertig, dann können wir das hier auch aufmachen. Dann können wir auch sagen hier. Sammelt. Sammelt, sammelt. Okay, haben wir noch was zu tun. Los, mach schneller. Ein Eingang wurde erobert. Ah, haben wir es schon. Die Handwerkskammer. Mit der Handwerkskammer kann man Fallen bauen, Türen und neue Kreaturen anlocken mit den Namen Trolle. Und da ist schon der erste. Hier ist ein Zauberer. Was haben wir hier? Da ist ein Troll. Also Trolle und Zauberer, also wie Zauberer immer in die Bibliothek gehen, sind Trolle immer direkt bei den Handwerkskammern. Was wir aber nicht wollen. Wir wollen erstmal, dass die ein bisschen trainieren. Weil die Kreaturen leveln ja und mit den Leveln so RPG-mäßig kriegen natürlich auch neue Fähigkeiten. Und Trolle kriegen halt die Fähigkeit zum Beispiel schneller zu laufen. Und schneller zu arbeiten. Also lassen wir die erstmal trainieren. Ich weiß gar nicht, ob das in der Bibliothek auch was bringt, aber die Bibliothek ist jetzt nicht... Nicht so schlimm, wenn die ein bisschen langsamer ist. Oh, sehe schon. Alles wieder Trolle. Ah, das ist aber auch ein gemütliches Bett, was die Trolle hier haben. Sieht aus wie... Nest mit großen Kotknödel drumherum. Lecker. Was haben wir hier bei den Zauberer? Pilze. Pilze mit Kerzen. Ja gut. Ein neuer Raum wurde erforscht. Dass die immer besoffen sind. Bitte, wo ist er? Auf Pilz. War mir schon klar. Ein neuer Raum wurde erforscht. Was wurde denn erforscht? Die Brücke. Mit der Brücke kann man, wie gesagt, Wasser oder Lava überbrücken. In den meisten Fällen ist das einfach nur Lava, weil durch Wasser könnt ihr auch so laufen. Sollte man, wenn es große Lava, Wasserseen gibt, trotzdem die Brücken benutzen, weil mit den Brücken kann man die Kreaturen auch direkt dann da absetzen. Das kannst du im Wasser eigentlich nicht.
Ein neuer Spruch wurde erforscht. Ich denke mal, jetzt haben wir hier genug. Dann schauen wir mal, was die Kreaturen... Was, komm mal her. Komm mal her. Komm mal. Oh, eine Echse. Ja, das, wie gesagt, sollte man vermeiden. Also das mögen die Zauberer nicht so gern. Die werden auch schnell stinkig dann. Und deswegen holen wir die dann mal alle raus. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Komm her. Komm her. Diese Imps. Wie kleine... Kommst du her, du? Hab ich euch jetzt alle? Nö, da ist noch einer. Jetzt aber. Jetzt. Ja, ja. Hast du schon ein Nest? Dann bau dir eins. Dann trainier. Los. Tüt. Können wir eigentlich mal gucken, was hier oben ist. Wenn man, so kann man die Kreaturen aufnehmen. Ein neuer Spruch. Wisst ihr? Habe ich euch ja gezeigt. Es gibt nichts mehr zu forschen. Es gibt nichts mehr zu forschen, na gut. Einfach mal zu trainieren. Wenn man hier vorne draufklickt, auf die Gesichter, nimmt man immer das stärkste Monster auf. Oder die stärksten. Beziehungsweise die mit den höchsten Leveln.